Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Eine wunderschöne Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, inshallah. Die Geschichte wird inshallah nur sinngemäß wiedergegeben. Deswegen, inshallah, bitte bis zum Schluss zuhören. Ein Sheikh erzählte mal, ein Mann, er hat geheiratet. Und in der Hochzeitsnacht bemerkte er, dass seine Frau doch keine Jungfrau ist. Und die meisten Männer in so einer Sache, was ganz legitim ist, würden hier die Ehe abbrechen. Denn sie haben gedacht, dass ihre Frau Jungfrau ist und sie das doch nicht war und sie es nicht erzählt hat. Denn eine Schwester, die vor der Ehe Zina gemacht hat, in diesem Fall nicht nur, dass sie über ihre Sünde reden darf, sondern sie muss es ihrem Zukünftigen erzählen. Natürlich auch bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen. Und ihre Iddah-Zeit abwarten, bevor sie wieder heiraten darf. Und sicherlich hat diese Schwester inshallah schon bereut gehabt und ihre Iddah-Zeit abgewartet. Jedoch hat sie es ihrem Zukünftigen gar nicht erzählt und er hat es dann herausgefunden. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier noch kurz einführen möchte, bevor ich weiter erzähle, ist, dass ich nicht weiß, wann die Schwester es ihrem Zukünftigen erzählen muss. Vielleicht muss sie es ihm schon erzählen, dann am Zeitpunkt, wann er um ihre Hand anhält. Aber Allahu Alam, ich weiß es nicht, fragt inshallah einen Sheikh. Aber inshallah in der dritten Person, Sheikh, was ist wenn eine Schwester, Punkt, Punkt, Punkt. Machen wir weiter. Und dieser Bruder, der sicherlich in diesem Zeitpunkt enttäuscht war, was auch verständlich ist, verließ seine Frau nicht. Nein, er bedeckte ihre Sünde und blieb mit ihr. Und eines Tages sah er seinen Nachbar. Und der Nachbar kam zu ihm und erzählte ihm, ich habe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geträumt und er sagt mir, ich soll dir ausrichten, dass sie auf dich war. Subhanallah, Subhanallah, was für ein wunderschöner Traum. Natürlich wünscht sich jeder von uns, jemanden zu heiraten, der noch Jungfrau ist. Aber lieber Bruder, wenn du erfährst, dass die Schwester, die du heiraten möchtest, früher Unzucht begangen hat, sie aber bei Allah subhanahu wa ta'ala bereut hat und ihre Iddah-Zeit vorüber ist, dann lehne sie deswegen nicht ab. Wisse, dass der Prophet Muhammad a.s. sinngemäß sagte, dass jeder Sohn Adams ein Sünder ist und die Besten unter ihnen sind jene, die bereuen. Sie hat bereut, ihre Iddah-Zeit ist zu Ende, heirate sie inshallah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle unsere Sünden verzeihen, Amin. Und möge er subhanahu wa ta'ala uns einen tugendhaften Ehepartner schenken, Amin. Möge Allah jeden reichlich belohnen, der die Sünden seiner Geschwister bedeckt. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.